Möchtest du das Lava-Stück direkt zu mir bringen? Ja, ich bin jetzt auf direktem Wege zu dir. Ja. So ein netter Kerl bin ich, siehst du mal. Ja, ich weiß schon, warum ich dich eingeladen habe. So, jetzt muss ich nur noch diese Höhle wiederfinden. Das ist alles gar kein Problem. Im Wald. Ach. Ist ja auch immer einfach zu finden, ne? Nee, ich weiß schon, wo es ist. Ich hab schon. Hast du noch zufällig noch eine Werkbank dabei? Ich kann eine herstellen. Ja, hast du auch Flint in deinem Inventar? Natürlich. Sehr schön. Ach, du bist da. Ich wollte gerade sagen, ich habe keinen Platz. Es hätte einer gereicht. Ich habe auch noch 41 ungeschmolzene Eisen dabei. Man geht ja auf Nummer sicher, ne? Du meinst, du willst mir noch nicht zutrauen, dass ich Lava verschwende. Ach, Quatsch. So, es muss ja stille Lava sein. Und also wie stilles Wasser gibt. Was lachst du? Konstruktion. Ich finde die gerade ziemlich cool. Ich gieße das. Willst du das mal von nahem angucken? Ja, komm, schau mal. Da ist einfach nur Lava drin. Ui. Dann mache ich einmal zack und das ist Obsidian. Ah. Und du schwimmst davon. So. Au. Ja, ist auch formschön. Ja, ich finde es super. Kann man noch ein bisschen verzieren, noch so ein paar Blöcke ranklatschen. Ja, so treten sie bitte zurück. Ah. Schön. Es reizt ja schon gerade. Naja, geh mal rein. Ich wollte es gerade spannend machen. Du kannst so nicht einfach weggehen. Erstmal sammle ich hier die Eimer ein. Oh, das ist ja ziemlich metermäßig hier. Ja. Ich lege erstmal das Zeug weg. Ja, ich spoiler hier noch nichts. Wehe, du machst was kaputt. Du kannst ja schon mal beschreiben, was du siehst. Und ich vergleiche das dann mit dem, was ich gleich selber sehen werde. Ich sehe im Moment ziemlich alt aus. Viel von diesem Netherstone-Gedöns. Der ist ja auch so schön. Ja, der ist wunderschön. Und da hinten sind Schweinis. Beziehungsweise, das sind ja in dem Booster-Pack keine Schweinis. Ich weiß es gerade nicht. Ich habe es ja noch nicht so genau angeschaut. Warum habe ich so viele Fackeln? Kein Wunder, da dass ist ich... Riesen Lavabecken. Oh, da hinten Mensch. Ist Glowstone, ohne Ende. Kommt man da hin? Da kommt man hin, ja. Ich lege erstmal ein paar Eimer beiseite. Wie viele Eimer ich jetzt habe? Ich schau gerade mal, ob man da... Das ist voll vereimert, ey. Das sollte man unbeschadet hinkommen. Komm, ein Eimer lasse ich bei mir mit. Ich nehme zwei mit. Ich schmelze schon mal hier das Zeug ein, ne? Jojo. Jojo. Mach du, Mann. Ach ja, hier kommt man tatsächlich zu dem Glowstone. Das ist sehr schön. Ich werde gleich schauen. Mhm. Ich bin gespannt wie ein Bogen, der schon zu oft benutzt wurde. Der nimmer ganz so richtig spannt. Genau. Die Angel brauche ich im Nether wahrscheinlich auch nicht. Laberangeln. Was kommen denn da eigentlich für Fische? Ist aber unwahrscheinlich. So, ich... Ich komme mal zu dir. Es wird gerade Nacht. Schnarch. Hier stand gerade ein Bett rum. Da bin ich aus Versehen reingestolpert. Na sowas. Ja. Sachen gibt's. Ja. Könnte ich ja ein kleines Anekdötchen erzählen gerade. Oh. Ja, zwar früher, als ich noch klein war, auch diese Zeit existiert. Ich kam nicht groß auf die Welt. Da gingen wir eins spazieren. Ich guckte in der Weltgeschichte herum. Und zwar war es dann so, meine ich zumindest aus meiner Erinnerung zu wissen, dass wir dann irgendwo, keine Ahnung, irgendwo an der Straße auf dem Bürgersteig entlang sind. Ich gucke halt in der Gegend rum, nur nicht auf der Straße, ne? Da, wo es lang geht. Und plötzlich stolper ich. Ja, ne, falle ich. Und plötzlich falle ich ganz weich. Weil ich bin gestolpert über eine Matratze, die auf dem Boden lag. Die wahrscheinlich vom Sperrmüll kam. Das heißt, ich bin direkt weich gelandet. Fand ich sehr schön. Zumindest ist das so meine Erinnerung. Sachen gibt's. Guck mal, hier ist ein Nether. Ja. Ha. Und wenn man da unten lang geht... Dann fällt man runter. Da ist Glowstone. Da rechts so... Das ist ja schön, dass der mal nicht in der Gegend herumfliegt. Aber ich möchte noch einmal einen kleinen Blick hier in den Nether werfen. Ja.
Weil ich war hier ja noch nicht. Da, ach, die Schweine haben, die sind Geister. Ja, die sind hier unten Geister. Oh, Geister mit Schwert. Und ohne Arme, das sieht etwas seltsam aus. Ich meine, auch Geister können Arme haben. Stimmt, die sollte man nicht diskriminieren auf solche Arten und Weisen. Sonst haben wir bald Armageddon. Oh. Ich habe überlegt, ob ich ihn bringe, aber es meine Qualitätszentrale hatte gerade Pause. Die war gerade ein Mittag. Ja, aber es ist groß hier. Also ich meine, Neta ist immer groß. Ja, Neta ist dafür bekannt, relativ groß zu sein. Ja. Ich meine, ist die Hölle, ne? Da muss auch ordentlich was reinpassen. Mhm. Ich muss mal irgendwie... Ja gut, das hier ist so im Berg drin. Das heißt, wenn ich mich verlaufe, werde ich hier nie wieder hinfinden. Ja, das ist halt so ein bisschen das Problem. Das Portal ist nicht da ein bisschen... Ich werde mir versteckt. Ein paar Pfeile bauen. Das heißt, okay. Wenn ich hier bin, versuche ich mal, dass ich das zu allen Seiten erkennbar mache. Ich habe da mal das Glowstone mitgenommen. Ja, ich trete mal das Feuer aus. Mit meinen neuen Sandaletten. Aus Bambus. Das ist echt sehr feurig hier. Was halt gut ist, dadurch, dass das alles so ein bisschen hier in dem Berg ist, da spawnen natürlich keine Ghasts, jedenfalls nicht so schnell. Das ist natürlich schön. Soll ich mir echt einen Pfeil hier hinbauen? Das wäre vielleicht nicht schlecht. Ja, ich meine so einen pfeiligen Pfeil halt. Einen pfeiligen Pfeil? Ja. Der ganz besonders pfeilig ist. Ja, es wird so schön aussehen. Da komme ich nicht hoch. Warum komme ich da nicht hoch? So, schauen wir mal, ob wir dich finden. Ah, da bist du. Ich bin beim Pfeil. Ganz offensichtlich. Ah, ich höre was. Da ist ein Ghast, ja. Ja, ich wollte nur gerade panisch erscheinen. So, wo ist er denn? Wo ist er denn? Die gucken aber auch toll. Wo ist er denn? Da unten ist er. Aber komm schon. Wo ist er? Au. Ah, das hat wehgetan. Komm schon. Ach, da unten. Au. Schon wieder wehgetan. Oh, der guckt so traurig. Man kann die Dinger zurückschleudern, ne? Ja, wenn man sie richtig trifft. Ja, das mache ich mal nicht. Ich habe einen Pfeil und Bogen dabei. Das wäre auch eine Möglichkeit. Stirb! Ah, getroffen. Ja. Wow. Hinter uns ist noch einer. Au. Komm schon, feuer deinen Scheiß. Das war ein bisschen hoch. Wo ist er? Da oben. Ich sollte doch nicht den Pfeil da bauen. Wobei der eigentlich sehr schön ist, aber der ist ein bisschen dunkel. Ich will doch nur meinen Pfeil bauen. Nein, nicht auf mich. Da unten ist noch einer. Ja. Ja, schöner Neta. Ziemlich vergastet. Ja. Ich meine, mit Rüstung, wie sieht's da aus bei den Teilen? Es geht schon, die machen halt trotzdem ziemlichen Schaden. Ja. Boah, und sie können halt uns den Boden unter den Füßen wegballern, das ist ein bisschen uncool. Ja, ich muss noch eben das hier zu Ende machen und dann bin ich auch hier weg. Ja, mach schon. Es ist nur so ein super Pfeil. Das Ding ist auch direkt neben mir, ich kann das fast mit dem Schwert hauen. Ja, ich sehe schon. Na, komm schon. Wo bist du denn jetzt? Ach da. Ich hole nochmal mein Gebogen raus. Also irgendwie funktioniert das mit dem Zurückschleudern, glaube ich, durch den Server nicht so richtig. Das ist nur fehlender Skill. Achso. Au. Aber ich treffe die Dinger auch gar nicht. Ja, sehr gut. Naja, dann nicht. Boah, wollen wir woanders hin? Ja, ist vielleicht besser. Hat ja schon was Ungemütliches hier. Also ich habe jetzt einen Haufen Glowstone. Die muss man auch erst wieder zusammensetzen, ne? Jo, richtig. War da unten noch was? An sich nicht, ne. Da liegen Skelette rum. Ich meine, Knochen. Die habe ich vorhin abgelegt, ja. Ja. Immerhin kann man den Netherstein hier recht schnell abbauen. Das ist sehr angenehm. So, also ich habe jetzt 19 Glowstones. Komplette. Ach komm, das reicht. Ja, locker. Wir wollen ja jetzt nicht irgendwie Statue bauen daraus. Warum schleiche ich hier eigentlich die ganze Zeit? Ich habe
keinen Schimmer, warum du das machst. Nee, ich meine, also nicht absichtlich, ich kann da nichts für. Ach so, nee, weil du durch den Soul Sand läufst. Ach, da ist man langsamer. Jo, der verlangsamt dich. Wer macht denn sowas? Der Soul Sand. Der denkt sich da einfach nur... Wo bist du? Bist du wieder zurück in der Welt? Ja, ich bin wieder durch das Portal geschritten. Ich hüpfe da auch mal rein. Schreit. Wenn er schreit, dann kommt er. Oh. So. Das sieht auch sehr schön aus, wie du da im Wasser stehst. Hat was. Ja. Jetzt hast du ganz nasse Schuhe. Und da die aus Eisen sind, rosten die und das quietscht dann die ganze Zeit. Genau. Ja, schön. So. Ja. Gehen wir mal wieder ins Penthouse. Ja. Möchtest du jetzt noch irgendwas Großes machen oder wie sieht's aus? Ich mein, kommt drauf an, wenn du jetzt noch was vorhast. Dir fehlt noch ein Bett und eine Kiste in deinem Zimmerchen, damit du hier deinen Krempel auch abladen kannst. Das ist vollkommen richtig. Das sollte ja aber kein Problem darstellen, denke ich mal. Jetzt legst du mir die Tür vor der Nase zu. Ja, so bin ich. Jetzt habe ich noch mehr Fake-Diamant namens Lapis Lazuli. 60 Stück. Ich freue mich auf die Kommentare. Warum hast du 60 Diamanten? Richtig. Warum machst du dir denn nicht eine Rüstung draus? Ja. So viel Gold. So viel Eisen. Die sind weiter geschmolzen, als wir im Nether waren. Ach so, ich sollte vielleicht mal... Moment. Eine Kiste bauen. Komm, ich krempel einfach mal... Nee, mache ich das jetzt nicht? Ich glaube, das mache ich in einer geheimen Geheimaktion. Dass ich die Kisten etwas umschaufel. Wobei, ich kenne noch mal, ihr könnt ja mal, schreibt mal in die Kommentare, ne, ob ich die Kisten mal sortieren soll, so offscreen. Ordentlich. Weil es ist, glaube ich, nicht so spannend. Vor allem, wenn man dabei reden soll, dann wird es sowieso nichts. So, ich werde jetzt hier erstmal mein ganzes Zeug drin ablegen. Ja. Oh. Also ein bisschen was ich dir noch persönlich in die Hand drücke und überreichen werde. Ich muss ja sagen, mit dem Holz ist schon nett, aber fast etwas übertrieben. Mit den Holzwänden. Findest du? Ja, ich meine, es geht, aber da fehlen halt noch so ein paar Sachen vor. Och, ja, so. Wie gesagt, da hängen wir dann noch ein paar Bilder drüber irgendwann. Ja. Dann passt das auch. Regal und sowas nochmal hin. Ja. Ja. So. Was wolltest du mir geben? Pass mal auf. Schleim. Yay. Hast du Schnupfen? So. Das ist, ich bedanke mich. Aus tiefstem Herzen. Aus tiefstem. So tief ich da eben reinschauen kann. Und schmeiß nochmal hier das Zeug rein. Da haben wir ja ganz schön was erlebt heute, hä? Aber hallo. Meine Herren. Möchtest du ein Resümee ziehen? Ja. Moment, wir müssen noch einen heroischen Platz dafür finden, dass man schön auch das Gesamt mit schönem Blick und ich lege dann da epische Musik drunter. Ja, dann müsste ich nur mal wissen, wo du überhaupt bist. Ja, ich komme gleich. Also. Am besten hältst du deine Rede gleich mit rohem Fisch in der Hand. Das hätte was Idyllisches. Prima. Ja. Ich komme zu... Ich habe jetzt Nether-Geklöppel dabei. Jetzt nicht mehr. Ja, das will ja keiner haben. Nee, Nether. Wo bist du? Da. Ich muss was essen. Hast du alles, was du hast, mitsamt Rüstung in die Kiste gelegt? Ach so, nee. Die Rüstung habe ich tatsächlich noch an. Weil es sieht natürlich epischer aus, ne? Natürlich. Beeil dich, vor dem Sonnenuntergang muss es noch sein. Oh. Weil wir müssen... So. Meinst du, das reicht hier? Ja, schon. Stell dich mal ein bisschen nach vorne. Nach vorne? Ja, du sollst, man soll dich doch sehen können. Also, hallo. Und resümiere doch kurz. Ja. Was haben wir alles erlebt? Was haben wir denn alles erlebt? Wir haben einen Haufen Zeug gemacht, muss man sagen. Meine Penthouse-Bude ausgebaut. Mhm. Eine Höhle extremst erkundet. Mhm. Aber wirklich extremst. Ja, und die ist noch lange nicht zu Ende. Nee, das ist das Tolle dabei, da werde ich noch irgendwann viel Spaß haben. Wir haben Schafe geprügelt und geschert. Und gefärbt. Holz gefällt, den Nether besucht. Oh. Unglaublich. Das passt auf keine Kuhhaut.
Nee. Wenn man das so aufreiben wollte. Auf kein Fuchsfell. Und es wird Nacht und ich würde sagen, wir legen uns gleich mal schlafen. Genau. Boah, wo ist denn das Bett? Hast du jetzt ein Bett? Ja, ich habe jetzt ein Bett. Hm. Soll ich dich dazu decken? Ja, komm, deck mich zu. Mit Brot. Da. Oh, cool. Ah, gute Nacht, Hattie Kay. Gute Nacht, liebe Zuschauer. Und bis zum nächsten Mal. Auf Wiedersehen. Ciao. Es ist Tag, verdammt. Nein. Ah, nochmal. Leg dich schlafen. Leg dich schlafen, schnell. Geht nicht. Verdammt. Wir regeln das beim nächsten Mal. Auf Wiedersehen. Genau. Ciao.